Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 167 Freunde Zweiter Teil. In der Zwischenzeit saß Severus in den Kerkern wütend auf dem Sofa und ging einige Pergamente durch. Immer wieder war er auf das gleiche Ergebnis gekommen und das hat ihn aufgewühlt. Die Tasse Kaffee, die er vorhin von einer Elfe hatte bringen lassen, flog in hohem Bogen durch sein Wohnzimmer und zersplitterte an der steinernen Wand. Der Hund, der neben ihm auf dem Sofa döste, schreckte auf und begann zu bellen, weswegen Severus mit einem Zauberspruch die Tasse reparierte und den Hund mit sanften Worten milde zu stimmen hoffte. Harry machte noch einmal, bevor er sich dreimal im Kreis drehte, um es sich erneut auf dem weichen Polster gemütlich zu machen. »Du hast mich gut erzogen«, sagte Severus mit kühler Stimme, obwohl er sich damit selbst hatte aufheitern wollen. Harrys Schwanz begann so stark zu wedeln, dass er im Takt an die Rückenlehne schlug und ein dumpfes Klopfgeräusch zu hören war, das nach und nach ruhiger wurde, weil Harry die Augen schloss und sich vom Halbschlaf übermannen ließ. »Vielleicht wäre ein wenig Entspannung momentan genau das Richtige für mich?« Die Arbeit ließ Severus unbeachtet auf dem Tisch zurück. Er hatte Appetit bekommen, wollte die Hauselfe jedoch nicht ein zweites Mal in dieser Nacht stören. »Ich hatte doch irgendwo...« An einem Schrank angelangt, öffnete er eine der unteren Türen. Hinter der Kiste von Weasleys zauberhafte Zauberscherze, die er herausnehmen musste, fand er den Schokoladenfrosch, den Hermine ihm zu seinem Geburtstag geschenkt hatte. Der Hauch eines Lächelns schlich sich über seine Lippen. Allein durch den Gedanken an diesen unerwartet angenehmen Abend schien seine Wut über den nicht auffindbaren Fehler in seinen Berechnungen zu verfliegen. Noch in der Hocke öffnete er die Packung, er griff nach dem kakaohaltigen Frosch, der sich mit einem Sprung in die Freiheit retten wollte, aber von Severus leicht gelblich verfärbten Fingern gepackt wurde. Der Frosch quakte resigniert, bevor er sich seinem Schicksal ergab. In der leeren Schachtel hörte Severus es klappern, weswegen er die Packung umdrehte. Es fiel etwas heraus und landete auf dem Boden. Die nun wirklich leere Packung warf er in den Papierkorb neben dem Schrank, bevor er den flachen Gegenstand aufhob und umdrehte. Es war die Schokofroschkarte mit der Nummer 18. Das Bild einer warm lächelnden Hermine verstärkte die Erinnerung an den netten Abend. Doch auch andere Situationen schossen ihm plötzlich durch den Kopf. Severus seufzte und legte die Karte oben auf den Schrank. Bevor er die Tür wieder verschließen konnte, musste er den Tagtraumzauber von Weasleys zauberhafte Zauberscherze in die Hand nehmen, um ihn wieder hinzustellen. Als ihn die bunte Schrift auf der Packung neugierig machte, hielt er inne. Er täuschte sich selbst Desinteresse vor, während er die Informationen auf der viereckigen Verpackung las. »Überraschungstraum«, murmelte Severus. Wenigstens hatte Hermine kein bestimmtes Thema gewählt, sondern es dem Zufall überlassen. Damit hatte sie ihm ein wenig die Angst genommen, sich mit diesem Tagtraumzauber zu beschäftigen, auch wenn er nur die Anleitung auf der Verpackung las, die er mit hinüber zur Couch genommen hatte. Direkt neben einem schnarchenden Harry hatte Severus sich wieder hingesetzt. Sein Blick schweifte über die gedruckte Anleitung. »Danke, dass sie sich für den patentierten Tagtraumzauber entschieden haben. Der befristete Gedächtniszauber wird sie in einen realitätsnahen Tagtraum entführen, welcher sich ihren individuellen Vorgaben anpasst. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Überraschungstraum.
einem von bisher 142 verschiedenen Traumthemen. Mit Leichtigkeit können Sie Ihren persönlichen Tagtraum mit dem auf dem Deckel genannten Zauber aktivieren. Etwas weiter darunter, viel kleiner gedruckt, stand: Nebenwirkung: abwesender Blick, kurzfristige Beeinträchtigung der Wahrnehmung. Viel größer, sodass man das Kleingedruckte leicht hätte übersehen können, stand geschrieben: Lehnen Sie sich zurück und tauchen Sie ein in die Tiefen der Welt Ihrer eigenen Fantasie. Lassen Sie Ihrem Wunschdenken für eine halbe Stunde freien Lauf. Fantasie. Wiederholte Severus in Gedanken, schnaufte dabei verachtend. Er ging nicht davon aus, so etwas wie eine kreative Vorstellungsgabe zu besitzen. Der Tagtraum würde sicherlich eine Enttäuschung werden. Nichtsdestotrotz las er interessiert den Spruch auf dem Deckel, mit dem sich der patentierte Zauber der Weasleys aktivieren ließ. Die Box stellte Severus auf dem Couchtisch ab, bevor er sich die Schuhe auszog und sich von seinem Gehrock und der schwarzen Weste darunter trennte. Dank des Kaminfeuers war es angenehm warm. Früher hatte Severus selten geheizt, doch den Hund konnte er nicht so einer bitteren Kälte aussetzen. Severus seufzte und nahm erneut die Box mit dem Tagtraumzauber in die Hand. Seine Neugierde war groß. Aus der Innentasche seines auf der Seitenlehne liegenden Gehrocks zog er den neuen Zauberstab aus Weißbirke heraus, lehnte sich zurück und tippte die Schachtel an, während er zeitgleich den Zauberspruch sagte. Die Box öffnete sich und mit einem theatralischen Glitzern und Funkeln quoll eine farbenfrohe Wolke heraus, die sich um seinen Kopf legte und Severus Gedanken einnebelte. Ohne Übergang fand er sich auf einem der Schulhöfe Hogwarts wieder und Severus glaubte für einen Moment, er wäre womöglich während des Tagtraumzaubers unbewusst umhergelaufen, doch dann fielen ihm Unstimmigkeiten auf, denn es war hell und warm. Sein Sichtfeld war anders, als wäre er in die Knie gegangen. Er betrachtete verwundert seine eigene kleine Hand, deren Finger durch die jahrelange Arbeit mit Tränken und Zutaten noch keinen gelblichen Farbton auf der Leistenhaut aufwiesen. Seine Fingernägel waren ordentlich gefeilt und nicht ein bisschen schmutzig. Ein Gewicht machte ihn auf seine andere Hand aufmerksam und er ahnte mit einem dumpfen Gefühl im Herzen, was der Traum ihm zeigen würde. Darüber war er keinesfalls erfreut. Ein Sack voller Murmeln wurde von seiner Kinderhand umfasst. Jeden Moment, das sah Severus voraus, würde Lily zu ihm stoßen. Sie würden eine halbe Stunde lang zusammen spielen, sich unterhalten und Scherze machen. Und wenn er aufwachte, würde er ihrer Gesellschaft nachtrauern, würde sein Leben verfluchen und das Leben danach ersehnen. Severus! Rief eine helle weibliche Stimme, doch es war nicht Lillys. Ein junges Mädchen, eine Zweitklässlerin, rannte freudestrahlend auf ihn zu. Derweil wippten ihre buschigen Haare auf und ab, wie die Mähne eines galoppierenden Pferdes. Er kannte sie. Hermine? Severus war fassungslos, aber vor allem war er überrascht. Sie war bei ihm angekommen, schmiss unachtsam ihre große Tasche auf den Boden und sagte mit einem breiten Lächeln: Du bist ja schon so früh da. Ich? Er wusste nicht, was er sagen sollte. Sie war, wie er, 12 Jahre alt. 13, verbesserte er sich in Gedanken, denn ihr Geburtstag war im September, gleich im ersten Monat des neuen Schuljahres. Sie würde in ein paar Tagen Geburtstag haben, dachte er, denn die Schule hatte erst vor wenigen Tagen wieder begonnen. Sie kramte einen Sack mit Murmeln aus ihrer Tasche. Warten wir noch einen Moment. Bevor er fragen konnte, warum sie warten sollten, im Hinterkopf wusste er, dass er nur eine halbe Stunde Zeit haben würde, fragte sie: Wir machen deine Ferien. Erinnerungsfetzen an die Gespräche mit Lily schwirrten durch seinen Kopf.
Ihr hatte er immer alles erzählen können. Gab es wieder Stress? Die kleine Hermine schenkte ihm ein ermutigendes Lächeln und einen mitfühlenden Blick. Es gab Streit, ja. Er verfluchte, dass seine Stimme so holprig geklungen hatte, doch die Hand auf seiner Schulter ließ ihn aufblicken und erzählen. Wir sind umgezogen. Was? Schon wieder? Sie schüttelte den Kopf. Ach, Severus. Die Hand auf seiner Schulter drückte einmal zu. Was ist denn nur passiert? In der magischen Welt hat mein Vater keine Arbeit gefunden und er hat meiner Mutter die Schuld gegeben. Er wollte zurück, aber sie wollte nicht. Weil sie hier Arbeit hat, warf Hermine korrekt ein, sodass er nickte. Sie hat nachgegeben. Er erinnerte sich an den heftigen Streit, bei welchem sich die beiden angeschrien hatten. Severus wollte in diesem Moment nichts anders als weg von zu Hause, doch es gab keinen Ort, an dem er sich hätte verkriechen können. Auf den Boden gekauert hatte er der Auseinandersetzung seiner Eltern gelauscht, hatte dabei nicht nur das Gefühl, sondern wusste, dass er das schon einmal erlebt hatte. Sie stritten oft. Severus hatte gehört, wie sein Vater die Schuld an seiner Arbeitslosigkeit der Mutter in die Schuhe schob. Wir sind zurück in die Muggelwelt gezogen und er... Severus hatte innegehalten. Doch Hermine konnte er offenbar nichts vormachen. Er hat dort auch noch keinen Job bekommen. Sie erwähnte nicht, dass seine Mutter ihre Anstellung aufgeben musste. Wütend stellte sie klar. Wenn er nicht aufhört zu trinken... dann wird ihn auch in den nächsten Jahren niemand einstellen. Daran ist doch nicht deine Mutter schuld. Er blickte beschämt zu Boden, weswegen sie ruhig hinzufügte. Und du auch nicht, Severus. Und wenn er wegen mir angefangen hat? Die Selbstzweifel, die ihn damals schon belastet hatten, waren mit einem Male wieder da und er hasste dieses Gefühl, von sich selbst so wenig zu halten. Hermine, Severus! Die beiden Gerufenen blickten auf und sahen zwei Jungen, die sich ihnen näherten. Beide hatten ebenfalls einen Sack in der Hand, in der sich sehr wahrscheinlich Mummeln befanden. Severus traute seinen Augen kaum. Der eine mit den zerstruppelten Haaren und der Brille war nicht James, sondern ein sehr junger Harry und an seiner Seite in eine noch gut erhaltene Schuluniform gekleidet und ebenfalls im zarten Alter von 12 Jahren trottete der milde lächelnde und etwas kränklich aussehende Remus nebenher. »Hallo, Severus«, grüßte Harry, der so sehr grinste, dass ihm durch die Muskelbewegung im Gesicht die runde Brille von der Nase rutschte. »Wo warst du eigentlich im Zug? Du hättest in unserem Abteil sitzen können.« Nur ganz kurz wurde sich Severus darüber klar, dass er in einem realitätsnahen Tagtraumzauber verweilte, doch diesen Gedanken verdrängte er schnell. Lucius und seine Freunde wollten, dass ich bei ihnen sitze. Remus verzog das Gesicht, äußerte sich aber selbst bei dieser unangenehmen Person nicht negativ, sondern sagte stattdessen kurz und knapp. Schade. Harry hockte sich bereits neben Hermine auf den Boden und nahm einen Stock, um im Sand das Spielfeld zu zeichnen, während Hermine in ihrem Murmelsack wühlte. Severus überraschte sich selbst, als er plötzlich vorschlug. »Lasst uns was anderes machen!« Spontanität war keine Eigenschaft, die man mit ihm in Verbindung brachte, weswegen Harry und Remus sichtlich erstaunt, aber auch erfreut waren. Hermine hingegen schien sich riesig zu freuen und stimmte mit vor Vorfreude glitzernden Augen zu. »Hast du einen Vorschlag?« fragte sie, während sie ihren Beutel wieder verstaute. »Wir...« Ihm fiel auf die Schnelle gar nichts ein. Von Impulsen hatte er sich nie lenken lassen. Der ältere Severus, der noch immer, wenn auch beschränkt, den Traum lenken konnte, versuchte sich an all das zu erinnern, was er früher mit Lily unternommen hatte. Doch da war nicht viel gewesen. Immer waren Black und Potter gekommen, um ihn zu piesacken. Eine andere Strategie musste her, also überlegte er, was Hermine und Harry mit ihrem rothaarigen Freund damals immer unternommen hatten.
Durch seine Kollegen war er über einige Abenteuer des Trios informiert gewesen. Von anderen wusste er vom Direktor persönlich. »Wir könnten zu Hagrid gehen und schauen, ob er wieder ein neues Monster angeschleppt hat«, schlug Harry vor, und Hermine begann daraufhin zu lachen. »Nein«, nörgelte Remus. »Ich mag die Tiere nicht. Er hatte mal welche, die explodiert sind, wenn man sie falsch gefüttert hat.« Hermine blickte fragend in die Runde. »Was dann? Wir könnten vielleicht in die Bibliothek gehen.« »Nein, nein, nein«, Harry schüttelte vehement den Kopf. »Das klingt jetzt schon langweilig.« Schlagartig fiel Severus etwas ein. »Wir könnten zum See gehen und dort Verstecken spielen.« »Ja«, stimmte Hermine begeistert zu, und auch Remus nickte zuversichtlich. Von den anderen überstimmt, ging Harry vor. »Okay, gehen wir.« Nachdem er einige Schritte gegangen war, rief er den anderen zu. »Wer als erster an der Eiche angekommen ist, hat gewonnen!« Schon rannte er mit großem Vorsprung los und die anderen drei sprinteten hinterher. Rennen konnte, und das hätte Severus nie gedacht, wirklich Spaß machen. Denn er rannte diesmal nicht um sein Leben, flüchtete nicht vor grimmigen Auroren oder Voldemorts Schergen, sondern nur um der Freude willen. Der kleine Wettkampf ließ sein Herz vor Aufregung schneller schlagen. Harry war ganz vorn, gefolgt von Hermine. Mit Remus lief Severus auf gleicher Höhe, doch er strengte sich an und ließ ihn nach ein paar großen Schritten hinter sich, um sich nun an ihre Fersen zu heften. Hermine schaute ab und an über ihre Schulter und bemerkte, dass er immer näher kam. Sie lachte fröhlich, gab aber nicht auf, obwohl Severus sie jeden Moment überholen müsste. Auch Harry war nicht mehr weit. Ihn könnte er ebenfalls einholen. Dann würde er gewinnen, dachte Severus, weswegen er seine ganze Kraft mobilisierte, um nun auch Hermine davon zu rennen. Jeden Moment hätte er Harry überholt. Da blickte er hinter sich und sah Hermine fallen. Nur kurz war der Drang gewesen, an Harry vorbeizulaufen und zu gewinnen, denn das Ziel war nahe, die große Eiche am See lag nur noch wenige Meter vor ihnen. Abrupt hielt Severus an, blickte Harry ein paar Sekunden neidisch nach, bevor er zurück zu Hermine lief, um ihr aufzuhelfen. Der Sieg in ihrem kindlichen Spiel war ihm nicht mehr wichtig gewesen. »Danke, Severus.« Sie strich sich mit den Handflächen den Schmutz vom Rock und schaute dabei nach vorn zu Harry, der gerade mit beiden Händen an den Baumstamm schlug und »Erster!« rief. »Schade, jetzt hast du nicht gewonnen.« Sie zog einen schmollenden Mund, der ihn einen Moment in seinen Bann schlug. Severus fühlte sich trotzdem als Gewinner. »Ich spare mir meine Kraft fürs Versteckspiel.« Man hörte jemanden keuchen, weswegen sich Hermine und Severus umdrehten. Remus sah gar nicht gut aus. Er hatte eine Hand auf die Rippen gelegt und atmete heftig. Für den schmächtigen Jungen war es sehr anstrengend gewesen, mit seinen Freunden mitzuhalten. »Seitenstechen?«, fragte Hermine und legte Remus, der in diesem Alter ein wenig kleiner als sie war, einen Arm auf die Schulter. »Geht schon.« Langsam normalisierte sich Remus Atmung. Mit einem Ast in der Hand, den er übers Gras streifen ließ, kam Harry auf die drei zugeschlendert. Den Ast warf er auf den Boden, als er Remus ermutigend auf die Schulter schlug. Dann sah er alle drei einmal an. »Es macht keinen Spaß zu gewinnen, wenn man der Einzige ist, der mitmacht«, beklagte sich Harry bei seinen Freunden. »Hast recht, Harry.« Hermine grinste breit und tippte ihm mit ihrem Fingerspitzen an. »Du bist...« Gleich danach rannte sie weg. Nicht sofort hatte Harry die Situation begriffen, doch als er wusste, dass sie gerade damit begonnen hatte, Fangen zu spielen, da stieß er Severus an und sagte ebenfalls »Bist!« und suchte das Weite. Nun standen noch Remus und Severus verdutzt nebeneinander und beobachteten, wie Harry und Hermine einen kleinen Sicherheitsabstand zwischen sich und den Fänger gebracht hatten. Scheu schaute Remus zu dem dunkel gekleideten Jungen, doch bevor der ihn berühren konnte, lächelte er verschmitzt, bevor er wie von der Tarantel gestochen davonrannte.
Severus rannte ihm hinterher. Beinahe hatte Severus vergessen, dass das Spiel mit seinen Freunden nicht echt war. So wirklich fühlte sich der Tagtraum an. Er konnte das Gras riechen und die vom nächtlichen Regen noch feuchte Erde. Severus spürte den Wind auf seiner Haut und auch Hermine, als er sie zaghaft am Oberarm berührte und sie zur Fängerin machte. Der Severus, der momentan mit einem entrückten Blick in seinem Wohnzimmer auf dem Sofa saß, wünschte sich einen Moment herbei, den er damals sehr oft als Tagtraum durchgespielt hatte und von dem er bis heute bedauerte, dass er niemals wahr geworden war. Kaum hatte er daran gedacht, fand er sich auch schon in seinem Zimmer in Spinner's End wieder. Vom Gefühl her wusste Severus, dass er nun 17 Jahre alt sein musste. Es waren Ferien. Er begutachtete kritisch sein eigenes Spiegelbild. Selbst für ihn war es ungewohnt, sich mit einem weißen Hemd zu sehen, vor allem ohne die vertrauten fettigen Haare. Doch heute hatte er keinen Schutzbalsam verwendet. Heute würde er nicht mit seiner Mutter zusammen im Keller einen Trank brauen. Heute würde er... Jemand klopfte an der Vordertür, weswegen Severus Herz in die Hose rutschte. Doch im gleichen Maße konnte er diesen Augenblick gar nicht abwarten. Flugs öffnete er die Tür seines Zimmers, um nach unten zu laufen. Seine Mutter war bereits an der Vordertür angekommen, hatte sie jedoch noch nicht geöffnet. Sie lächelte ihren Sohn an. »Dein erster Gast«, sagte sie leise. Die Wärme in ihren Augen zeigte ihm, dass sie sich für ihn freute, denn es kam nicht oft vor. War noch nie vorgekommen, dass er Besuch empfing. Seine Mutter lächelte und trat zur Seite. Offenbarte ihm die dicke, hölzerne Tür, die auf seltsame Weise einschüchternd wirkte. Sich einen Ruck gebend öffnete Severus, doch entgegen seiner damaligen Wunschvorstellung war es nicht Lily gewesen, die ihn begrüßte. »Hallo, Hermine, komm doch rein!« Die Worte waren fast unhörbar leise über seine Lippen gekommen, doch sie schenkte ihm ein Lächeln und folgte seiner Aufforderung. Harry und Remus kommen ein wenig später«, sagte sie ungewohnt schüchtern, denn sie hatte seine Mutter erblickt. Nachdem Severus die Tür geschlossen hatte, machte sich für einen kurzen Augenblick eine peinliche Stille breit, die er durchbrechen wollte, weswegen er vorstellte. »Herr Hermine, das ist meine Mutter.« Hermine trat einen Schritt an sie heran, begrüßte sie per Handschlag und mit den Worten: »Freut mich sehr, Mrs. Snape, sehr mal persönlich kennenzulernen. Es kommt mir so vor, als wären wir schon seit Jahren miteinander vertraut.« Aline schüttelte Hermines Hand. »Das geht mir genauso. Severus hat viel von Ihnen und den beiden anderen erzählt.« Normalerweise war Hermine eine offenherzige Person, doch heute war sie anders. Ihre an den Tag gelegte Unsicherheit ließ die Seine schwinden, wofür er dankbar war. Während seine Mutter das Essen weiter zubereitete, zeigte er Hermine das Haus, das in seiner Vorstellung sehr viel hübscher anzusehen war, als die schäbige Behausung, in der er wirklich gewesen war. In seinem Zimmer angelangt, setzte sie sich aufs Bett und ließ ihren Blick schweifen. »Warum kommen Harry und Remus später?«, fragte Severus. »Harry hat kurzfristig einen Termin für ein Vorstellungsgespräch im Ministerium bekommen. Er will doch nach der Schule Auror werden.« Sie blickte zu dem vollgestopften Bücherregal hinüber, das aus allen Nähten zu platzen schien, was nicht Severus lebhafter Fantasie zuzuschreiben war. »Und Remus kommt heute schwer in die Gänge. Gestern war doch Vollmond.« Severus war seit Jahren eingeweiht. »Er hat lang geschlafen und kommt nachher zusammen mit Harry.« Severus setzte sich in manierlichem Abstand neben Hermine aufs Bett. »Was willst du später werden?« Das Jahr würden sie noch zusammen Hogwarts verbringen, bevor jeder seiner Wege gehen würde. »Ich würde gerne meinen Meister in Zaubertränke machen«, antwortete sie strahlend. »Und du?« »Tito!« Sie nickte. »Ja, das dachte ich mir.« Sie legte ihren Kopf schräg. »Ob es wohl einen Meister gibt, der gleichzeitig zwei Schüler aufnehmen würde?« Hoffnungsvoll fügte sie hinzu.
Dann würden wir noch 3 Jahre zusammen sein. Ihr Vorschlag und das, was er heraushören konnte, ließ ihn selig lächeln. Wir können uns doch auch so sehen. Ja, das können wir. Stimmte sie wie aus der Pistole geschossen zu, weswegen er sich in einer ganz bestimmten Sache bestärkt fühlte, die er damals in der Schule nie zu fragen gewagt hatte. Hermine? Als sie ihn anblickte, schluckte er einmal kräftig, und er war froh, dass seine Stimme ihn nicht im Stich gelassen hatte. Möchtest du mit mir zum Abschlussball gehen? Severus bemerkte, wie die Umgebung seines Wohnzimmers in den Kerkern Hogwarts langsam wieder deutlicher wurde. Der Tagtraumzauber ließ nach, doch die Antwort konnte er noch hören. Ja, das möchte ich sehr gerne. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.